Akira hat ihren allerersten Kuss. Das ist der 25. Part meiner Okkult Baby Challenge und unsere Livia ist schon wieder unfassbar traurig. Im letzten Part ist nämlich Emma Walter von uns gegangen, Livias Mutter und die Hauptperson unserer ersten Staffel. Mittlerweile sind tatsächlich auch schon ihre beiden Geschwister, also Bridget und Leo, verstorben. Aus dieser Generation ist also wirklich niemand mehr am Leben und auch schon die ersten drei ihrer Kinder sind Senioren. Aber obwohl Livia unfassbar traurig ist, hat sie keine Zeit zum Trauern. Denn sie hat eine Mission und ihre Mission heißt Christina Delgato. Christina ist das Mädchen, das Livias Töchter zu Hause eingesperrt hatten. Um genau zu sein, hat nur Livias älteste Tochter Ruby sie eingesperrt, aber ihrer kleinen Schwester die Schuld dafür gegeben. Und Livia muss dieses Problem jetzt natürlich lösen. Im letzten Part hat Livia dafür den Zauber Gedanken kontrollieren erlernt, um die Erinnerungen des Mädchens auszulöschen. Und sobald sie keine Erinnerungen mehr hat, wird Livia sie einfach zurück nach Hause bringen. Und es hat funktioniert. Christina hat Livia vergessen. Sie sieht jetzt auch ziemlich verwirrt aus und hat keine Ahnung, was sie machen soll. Deshalb wird Livia sie jetzt einmal zur Besinnung bringen und dann wird sie sie zurück nach Hause bringen. Oh wow, ich wusste nicht, dass sie ihr Ohrfeigen gibt. Aber okay. Und dann wird sie fragen, ist alles in Ordnung bei dir? Ich bin gerade hier vorbeispaziert und da ist mir aufgefallen, dass du hier ganz alleine sitzt. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Es ist mitten in der Nacht, du solltest nach Hause gehen. Und Christina ist eben verzaubert und glaubt ihr deshalb natürlich alles. Jetzt werden wir noch einmal versuchen, sie aufzumuntern und ihr einfach sagen, keine Sorge, ich werde dich nach Hause bringen. Und dann werden die beiden hier diesen Berg raufspazieren. Denn hier oben lebt Christinas Familie. Und gerade bei Sonnenaufgang kommen sie an und tatsächlich wird Christina auch schon erwartet. Livia wird sich einmal bei Hannah Delgato vorstellen. Ich glaube, das ist die Mutter von Christina. Und dann wird sie ihr gleich mal die dramatische Geschichte erzählen, wie sie Christina im verlassenen Haus gefunden hat. Leider kann ich dir auch nicht sagen, was mit Christina passiert ist. Wie so oft bin ich einfach spazieren gegangen und plötzlich war sie da, ganz allein in dieser verlassenen Hütte. Und sie scheint sich auch an nichts zu erinnern. Ich hoffe, dass sie gesund ist und dass nichts allzu Schlimmes mit ihr passiert ist. Die Mutter von Christina scheint ihr die Geschichte zu glauben. Und deshalb wird Livia jetzt dann auch wieder nach Hause gehen. Und niemand weiß, dass Ruby in Wahrheit dafür verantwortlich war. Und wenn ihr das nicht anders wollt, wird sie auch damit davonkommen. Wieder zu Hause angekommen, wird Livia jetzt einmal um Sora trauern. Denn der Tod ihrer Mutter hat sie natürlich auch daran erinnert, dass auch ihre große Liebe vor nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Und dann werden wir gleich noch einen Zauber testen, den wir im letzten Part gelernt haben. Ruf der Geister. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was passiert, aber ich schätze, Sora wird jetzt auftauchen oder auch nicht. Es ist einfach gar nichts passiert. Sora, bist du irgendwo? Anscheinend muss Livia noch ein wenig üben. Aber was denkt ihr mittlerweile eigentlich über Sora? Ist sie Livias Happy End? Sollen wir sie am Ende zurückholen? Und wenn ja, wie sollen wir sie zurückholen? Es gibt so viele Fragen und ich brauche deine Meinung. Und nun sind wir in Copperdale, denn Akira hat heute ihren allerersten Schultag. Verständlicherweise ist sie natürlich auch noch traurig, weil ihre Oma verstorben ist, aber hoffentlich bringt sie die Schule auf andere Gedanken. Und schon hat Akira ihre erste Stunde, und zwar Gesellschaftslehre. In der morgendlichen Freizeit hat sie Sebastian kennengelernt, aber den mag sie gar nicht so gerne. Die beiden sind ziemlich inkompatibel, sie findet ihn ärgerlich und seltsam. Außerdem noch in ihrer Klasse sind Marvin, Coraline, Valerie und Keith. Ich glaube, wir stellen uns dann in der Pause bei Keith vor. Und dann stellen wir uns gleich mal bei ihm vor. Er ist leider angespannt. Möglicherweise hat er ja einfach Stress mit seinen Eltern. Das haben Teenager ja irgendwie meistens. Dann werden wir einmal über das unfaire Leben jammern und einfach mal mit ihm ein bisschen über die Schule tratschen. Irgendwie ist das voll süß. Alle anderen aus der Klasse sind schon weg. Nur Akira und Keith sind noch hier und unterhalten sich.
Und er scheint die Zeit mit ihr so zu genießen, dass er sich jetzt auch glücklich fühlt. Das ist so niedlich. 10 seconds later. Oh Gott, ich hab die schon voll geschippt. Dabei sind wir mit dem verwandt. Seine Mutter ist Bridget Farber und Bridget war die Schwester von Emma. Das heißt, er ist Akiras... Groß-Groß-Groß-Cousin oder so irgendwas. Also nein, Paar werden sie keins. Aber warum können die dann flirten? Die sind doch verwandt. Marvin sieht eigentlich auch ganz nett aus. Oder Christian Grusel aus der Parallelklasse. Eigentlich ist die Schule schon vorbei und für Akira ist der erste Schultag großartig gelaufen. Aber ich möchte jetzt, dass die beiden sich kennenlernen. Heißt das durchgestrichene, dass sie sich nicht so gut verstehen? Wir finden, er ist egozentrisch. Naja, aber vielleicht steht Akira ja auch drauf. Oh mein Gott, sie steht einfach wirklich drauf. Akira ist total verknallt in Christian. Und er ist auch noch gemein. Akira, das ist ein großartiger Fang. Aber der erste Schwarm ist oft ein Griff ins Klo. Und weil sie so begeistert von ihm ist, wird sie ihm jetzt gleich mal sagen, wie unglaublich toll er aussieht. Und einen mutigen Anmachspruch loslassen. Natürlich findet er das absolut großartig. Immerhin ist er ja sehr von sich selbst überzeugt. Und sie haben einfach schon eine romantische Leiste. Gerade habe ich ihm ein neues Outfit gegeben, damit es ein bisschen besser zu seinem Charakter passt. Und dabei Folgendes entdeckt. Christian ist einfach auch ein okkultes Wesen. Er ist ein Hexer. Und außerdem ist er gemein und mag keine Kinder. Währenddessen in Chestnut Ridge denkt Livia über ihr Leben nach. Sie vermisst ihre Mutter, sie vermisst ihre Freundin und sie weiß, dass sie ihre Familie viel zu selten sieht. Und da sie am Samstag tatsächlich Geburtstag hat und zu Erwachsenen wird, beschließt sie, eine Feier zu veranstalten. Wir machen eine Geburtstagsparty, bei der Livia und die gesamte Familie Potter das Leben feiert und natürlich noch einmal Emma gedenken kann. Dazu laden wir Daisy, Flora, Jared, Oren, Rose, Violet, Titan, Bjorn und Oren ein. Und unsere Kinder natürlich auch. Können wir es vielleicht in Hanford-on-Bagley stattfinden lassen? Ja, die Potter-Residenz, Potter's Home in Old New Hanford. Ich freue mich so, das wird so toll. Nun sind wir zurück in Copperdale und Christian und Akira sind nicht mehr in der Highschool. Sie sind jetzt hier im Bubble Tea Laden. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten auch Daisy und Sydney hier ihr erstes Date. Sie wird ihm eine schlüpfrige Frage stellen. Dann werden wir flirten. Und jetzt schwärmt er auch für sie. Und Akira merkt das natürlich. Und wir wissen alle, sie hat ein hohes Selbstbewusstsein. Und sie weiß genau, dass sie ihm gefällt. Und aus diesem Grund wird sie jetzt ihren allerersten Kuss erleben. Und Akira hat ihren allerersten Kuss. Christian, ich hoffe wirklich, du bist nett zu unserer Akira. Ansonsten bekommst du es mit einer Familie voller okkulten Wesen zu tun.